Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie wieder zum Online-Pharma-Forum heute begrüßen zu dürfen. Wir sind heute einmal wieder in München. Thema sehen Sie gerade, CMC Lifecycle Management. Und ich freue mich sehr, Ihnen den Experten des heutigen Tages vorstellen zu dürfen. Das ist Herr Dr. Helmut Wigentschow. Herr Dr. Wigentschow, schön, dass Sie heute bei uns sind. Herr Wigentschow, Sie haben ein eigenes Beratungsunternehmen. Wir sehen es auch auf der ersten Folie, wie Pharma Service. Ich würde Sie gerne ein bisschen mehr vorstellen. Sie haben über 30 Jahre Erfahrung. Und zwar nicht nur im Thema CMC, um was es heute geht, sondern da war Regulatory Affairs dabei, pharmazeutische Entwicklung, Quality Control, Quality Assurance, also das komplette Spektrum, was natürlich auch in das ganze CMC-Thema hereinspielt. Insofern freuen wir uns sehr, dass Sie so einen großen Erfahrungsschatz heute mit uns teilen können. Sie haben sich, als wir das Wunschkonzert, das war schon im vergangenen Jahr gemacht haben, gerade dieses Thema gewünscht vor dem Hintergrund Variation, Klassifizierung, Vermeidung von Variations und das ganze Thema Regulatory Compliance. Und ich bin sehr froh, dass Sie uns daraus einen, ich nenne es mal Blumenstrauß zusammengestrickt haben, wo wir das Thema Variations, Changes aufgreifen, dann eine kurze Pause nachher, wie gewohnt machen und im zweiten Teil das Thema Variation-Vermeidung ICH Q12, Q13 adressieren werden. Das war es von meiner Seite. Ich würde jetzt gerne an Sie abgeben, Herr Dr. Wigentschow. Ihnen viel Spaß. Wie immer freue ich mich auf Ihre Fragen im Chat und wir werden uns bemühen, Ihre Fragen zu beantworten. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Wolf-Klein, für die nette Einführung. Guten Tag. Und grüß Gott aus München zu dem Thema CMC Lifecycle Management. Gut, ich denke, ich brauche mich nicht weiter vorstellen. Das haben Sie ja netterweise schon übernommen. Und dann starten wir gleich mal in Medias Res. Zunächst mal mit den Basics, die einfach dazugehören. Also ich denke, viele von Ihnen werden das schon wissen, also wie die Kategorisierung ist und sein sollte für Variations, aber schadet vielleicht nichts, das nochmal als Grundlage zusammenzufassen.